So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Rome-Reihe. Und zwar, warte mal, ich mach mal ein bisschen leiser. Zu Rome Total War Remastered. Ja, normalerweise spiele ich ja immer Rome Total War 2. Sämtliche Fraktionen und so weiter und mit Hintergrundwissen, bla bla blub. Ich habe damals mit Rome Total War 1 angefangen. Das war schon sehr lange her. Oder ist schon sehr lange her. Ich glaube, jetzt schon fast 10 Jahre. Oder war, nee, 2001. Ich glaube, 2015, 14, sowas habe ich das erste Mal reingeschnuppert. Soweit ich weiß, aber weiß nicht mehr ganz genau. Genau. Und kurz danach kam Rome Total War 2. Also, ich habe Rome Total War 1 so zwei oder dreimal durchgespielt. Mit den Römern, mit den Seleukiden. Beziehungsweise, nee, nicht mit den Seleukiden, sondern mit. Warte mal. Ich schau mal gerade. Mit denen griechischen. Ja, okay, nee. Warte. Ich hatte noch die das Alexander DLC. Ich habe die Julia sind die Roten gespielt. Die Ägypter. Wo sind denn die noch? Es ist ewig her. Karthago habe ich nicht gespielt. Ah, hier die Seleukiden, genau, die habe ich gespielt. Und Ägypten. Ah, hier oben die drei. Und Makedonien mit Alexander zusammen. Soweit ich mich erinnern kann. 1, 2, 3. Dann war. Okay. Egal, auf jeden Fall. Da es so ewig lange her ist, dass ich Rome Total War 1 gespielt habe, werden wir mit dem Tutorial anfangen. Ich spiele mal die Skipionen. Weil erstens meine Lieblingsfarbe und zweitens, es ist ein Wolf. Also. Mehr braucht man ja nicht zu sagen. Gut, warte mal. Verdammt. Gut, ja, wir müssen mit den Julian anfangen, wenn wir das Tutorial spielen wollen. Na gut, dann machen wir halt Julia. So, genau, schwer. Beraterstufe. Ja, machen wir mal hoch, weil total da werden wir, glaube ich, schon einiges erfahren. Also was hier anders ist als bei Rome Total War 2, es gibt mehr Agenten. Es gibt, glaube ich, 4 Agenten. Es gibt den Spion, den Meuchelmörder, den Attentäter, dann den dann noch einen, den man zu fremden Völkern oder also anderen Fraktionen schicken kann, um zu verhandeln. Und dann noch ein Verwalter, glaube ich. Also irgendwie so. Und das ist alles ein bisschen bisschen freier, finde ich. Also die ganzen Städte, du kannst mit den ganzen Städten machen, was du willst. Du kannst alles reinbauen. Du kannst jedes Dorf mit Palisaden und dann später auch Mauern ausrüsten und so weiter. Also hat auf jeden Fall sehr viel Geiles, was ich in Rome Total War 2 vermisse oder vermisst habe. Genau. Aber ja, nicht so lange quatschen. Jetzt fangen wir mal an. Und genau, die erste Folge wird total, also komplett das Tutorial sein. Mal schauen, wie lange das dauert. Und wenn ihr das Tutorial skippen wollt, dann fangt einfach mit der zweiten Folge an. Das Tutorial muss mit der empfohlenen mittleren Einheitengröße und der Standard Remaster Steuerung gespielt werden. Die Einheitengröße kann jedoch nicht mehr geändert werden. Kann jetzt nicht mehr geändert werden, doch du kannst die Steuerung nach Abschluss des Tutorials anpassen. Okay, gut.
Ich will mal kurz schauen. Die Seite ist gesperrt, bis sie in einer Kampagne besiegt. Ach so. Okay, wir müssen quasi mit den Römern komplett durcharbeiten. Also die Kampagne durchspielen, bevor wir die anderen Völker spielen können. Okay. Na gut. Hier draußen an der Grenze ohne einen guten Grund? Jawohl! Rom braucht eine starke Grenze. Nein, Rom braucht keine ungewaschenen Barbaren vor seinen Toren. Und deshalb bin ich hier, der Anführer der Julier, um den stinkenden Galliern die römische Ordnung zu bringen. Die Rache ist auch ein Grund. Dieser Krieg gegen die Gallier ist nicht von großer Dauer. Ist er geschlagen? Habe ich meine Pläne. Es dreht sich nur um Macht. Macht in Rom. Wenn ich diesen Weg einschlage, muss ich mich um alle meine Rivalen kümmern. Den Senat, die Griechen, diese Elefantenreiter aus Karthago und auch die Familien der Scipionen und Bruti. Am Ende regiert der Mann, der Rom kontrolliert, die ganze Welt. Und eines Tages bin ich der Kaiser. Ja. Da ist einer überzeugt von sich. Entschuldigung. So. 270 vor Christus. Ist aber auch sehr interessant, was er gesagt hat. Aber wahrscheinlich kommt jetzt eher. Willkommen bei Total War Rome Remastered. Ich bin Victoria, deine Beraterin. Ich werde dich durch die Welt von Total War Rome Remastered führen. Folge einfach meinen Anweisungen, dann lernst du alles, was du wissen musst. Klicke zum Fortfahren auf den Button mit dem Häkchen. Die klingt ja sehr authentisch, sag ich mal. Genau, was ich noch kurz sagen wollte, das ist interessant, dass der gesagt hat, dass, also wer seine ganzen Feinde sind. Also die Hauptsache ist quasi Macht zu bekommen in Rom und den Senat zu besiegen, beziehungsweise zu umgarnen, sag ich mal. Schöne Musik. Genau, und ja, das hat ja dann am Schluss und währenddessen auch sehr oft, also währenddessen immer beinahe und am Schluss dann schlussendlich ja, Rom zum Untergang geführt. Oder ja, genau. Aber schauen wir mal weiter. Das ist Rom. Die ewige Stadt auf den sieben Hügeln. Sitz des Senats und Heimat der römischen Bürger. Noch gibt es kein Imperium, nur den Senat und einige große Familien wie die deinige, die um die Macht ringen. Mhm. Du spielst auf der Seite der Julier, einer der wichtigsten Familien Roms. Du hast lediglich zwei Siedlungen. Arretium und Ariminum, sowie eine Armee unter deinem Kommando. Dein Ziel besteht darin, den Senat zu unterstützen und die Macht Roms zu vergrößern. Mhm. Ich find's übrigens geil, also man kann bei den Gebäuden auch Straßen bauen. Dies ist das Gebiet rund um Rom. Zum Teil ist die Karte durch Kriegsnebel verdeckt und in Dunkelheit gehüllt. Beim Erkunden klärst du Stück für Stück deine Umgebung auf und siehst Armeen, Agenten und Siedlungen anderer Seiten. Mhm. So, genau. Also, genau, also hier zum Beispiel, der hat keinen Straßenausbau.
Und wir schon. Und das gibt halt ziemlich viel Geld und man kann weiterlaufen. Um mehr Informationen zu einem Objekt auf der Karte anzeigen zu lassen, lass den Mauszeiger darüber verweilen. Das Fenster oben rechts zeigt die Bewegungssteuerung der Kamera. Hui. Übe jetzt das Bewegen der Kamera, indem du den Anwalt... Der Senat hat dich mit einer Mission betraut. Erobere Segesta, ein Dorf unter der Kontrolle von Rebellen. Schließt du diese Mission erfolgreich ab, bekommst du eine Belohnung vom Senat. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zu deinem eigenen Imperium. Folge den Hervorhebungen auf dem Bildschirm, um dir die Missionsdetails unter den Neuigkeiten anzusehen, und suche dann dein Ziel auf der Kampagnenkarte. Auf der Kampagnenkarte werden Armeen durch ihren General dargestellt. Dies ist Flavius Julius. Um eine Siedlung anzugreifen oder zu belagern, wähle eine Armee per Klick aus und gib dann per Rechtsklick auf das Ziel den Befehl zum Angriff. Beim Master. Greife Segesta mit der markierten Armee an. Dies ist das Belagerungsfenster. Dort kannst du ablesen, wie lange eine Siedlung einer Belagerung trotzen kann. Zwei Punkte. Ein Dorf wie Segesta verfügt über keinerlei Verteidigungsanlagen, also kannst du sofort angreifen. Wähle den markierten Button aus, um Segesta anzugreifen. Krass, die führen uns also gleich in eine Schlacht rein. Super. Deine Streitkräfte findest du links, die des Gegners rechts. In der Mitte zeigt der blau-rote Balken der Kräfteverteilung die Stärke deiner Armee im Vergleich zu der des Gegners an. Wie du siehst, bist du erheblich im Vorteil. Wenn du bereit bist fortzufahren, klicke auf den markierten Button, um die Schlacht zu beginnen. Sogar mit Zoom. Stimmt, das war ja so. Das finde, also da bin ich jetzt gespannt, wie sie die die Schlachten gemacht haben. Also ob sie genau so sind wie beim Alten oder nicht. Ave General. Ich bin Markus, Zenturion und Militärberater des Hauses der Julia. Die Schlacht steht unmittelbar bevor. Ich werde dir beibringen, wie du deine Armeen befehligst und den Gegner zum Ruhme Roms zerschmetterst. Zenturion und Militärberater. Schade, dass ihr da nicht gesagt habt, erster Zenturio. Das wäre nochmal cooler. Aber okay, das ist jetzt egal. So, erster Zenturio ist ja quasi der Zenturier in der ersten Kohorte, die doppelt so groß war wie alle anderen. Und der Stellvertreter, falls der Tribun oder der General mal nicht da war. Oder der Legat. Im Fenster oben rechts siehst du die Steuerung zum Bewegen, Drehen, Heben und Neigen der Kamera. Übe jetzt das Bewegen der Kamera, indem du den Anweisungen in dem Fenster folgst. ZX? Was ist das denn? Achso, ja, auf der deutschen Taste Y und X. Macht auf jeden Fall mehr Sinn. Oh Gott. Oh Gott, das muss sich dann noch ändern. Die Einheitenkartenleiste unten auf dem Bildschirm zeigt dir deine Einheiten an. Die Karten werden während der Schlacht durchgehend aktualisiert, damit du stets die aktuellen Befehle und den Status der Einheiten siehst. Etwa ob eine Einheit Schaden nimmt und oder auf der Flucht ist, wie viel Munition sie noch hat und wie viele noch immer im Kampf stehen. Um Befehle zu geben, musst du zunächst eine Einheit auswählen. Fange mit deinen Speerträgern an, den Triarian. Wähle deine Triarier. Schicke deine Triarier per Rechtsklick zur markierten Position, um deine anderen Infanterieeinheiten vor der feindlichen Kamera... Mit Hilfe der Steuerungselemente oben rechts kannst du die Schlacht schneller oder langsamer ablaufen lassen. Ja, das können wir alle schon. Jetzt bewege deine leichte Infanterie.
Die Hastati sind fähige Nahkämpfer, aber anfällig für Kavallerie. Um sie zu schützen, solltest du sie hinter deinen Triarian platzieren. Bewege deine Hastati zur markierten Position. Hastati! Bewegung, Bewegung! Um deine Bogenschützen vor Kavallerieanstürmen und Nahkampfangriffen zu schützen, platziere sie hinter den Hastati. Bewege schließlich deinen General und seine Leibwache zur markierten Position an der Flanke. Der General ist stets deine wertvollste. Durch Gruppieren kannst du mehrere Einheiten als eine einzelne Streitmacht befehligen. Im Fenster oben rechts siehst du, wie du Einheiten gruppierst. Gruppiere alle deine Einheiten. Okay. Das ist immer noch G. Das ist gut. Wenn die Einheiten in Formation bleiben, kannst du die Formation sperren. Das ist gut. Sperre deiner Armee den Befehl, näher an die Siedlung heranzurücken. Folge den Anweisungen oben rechts, um deine Armee zu bewegen. Okay. Soweit. Der Gegner ist gekommen, um uns zum Kampf zu stellen. Setze deine Bogenschützen ein, um die Reihen seiner Speerträger zu lichten. Schießen die nicht automatisch? Bogenschützen aus und lass sie per Rechtsklick die feindlichen Truppen angreifen. Wahrscheinlich Ding nicht. Im Tutorial. Erledige die gegnerischen Bogenschützen mit einem Ansturm deiner Kavallerie. Anstürme solltest du nur selten einsetzen. Zwar hat der Gegner dabei nur wenig Zeit zu reagieren, doch ermüden deine Einheiten. Du kannst zwischen Laufen und Rennen umschalten, um die Bewegungsgeschwindigkeit einer Einheit zu ändern. Mhm. Tastatur ist. Oder die Taste ist auch gleich geblieben. Im Ding. Die Flanke des Gegners ist verwundbar. Mit einem Ansturm der Kavallerie kannst du ihm den Rest geben. Ah, zweimal. Gegner mit einem Ansturm an. Das ist geil. Ah, lieb von ihm. Du kannst mehreren Einheiten einzelne Befehle erteilen, indem du zuerst ihre Einheitenkarten auswählst. Hindere die gegnerischen Speerträger an einem Gegenangriff auf deine Kavallerie, indem du deine beiden Infanterieeinheiten zum Ansturm antreten lässt. Greife den Gegner mit deinen beiden Hastati-Einheiten an, indem du die Anweisungen oben rechts befolgst. Ach so. Ach so, ich muss das ja so machen, wie er will. Sehr schön übrigens, Mausrad schon funktioniert. Also so für Umblicken und so. Ah, ich kann die alle überhaupt nicht mehr anklicken. Okay. Friendly Fire ist egal, ne? Geschwächt. Zeit, ihm den Rest zu geben. Wähle alle deine Einheiten aus und überwältige den Gegner. Verjage oder vernichte alle verbliebenen gegnerischen Einheiten. Der feindliche General flieht, stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. Ja, machen wir mal. Die Götter haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Ganz Rom wird über diesen Sieg staunen. Gestern gehört dir. Der Fenster Schlachtresultate zeigt dir an, wie du dich geschlagen hast. Genieße deinen Sieg und kehre dann zur Kampagnenkarte zurück, indem du den markierten Button anklickst. Ah, okay, hier sieht man dann. Okay.
Interessant. Also das ist viel viel strukturierter, sage ich mal. Nicht so übersichtlich, aber schon cool. Vor allem man kann das alles gemütlich anschauen. Nicht so wie bei Rome Total War 2, wo das dann während dem Ladestream ist, Screen und dann einfach weg ist. Nun, da du die Armee der Rebellen vernichtet hast, musst du über das Schicksal der Bewohner von Segesta entscheiden. Du hast drei Möglichkeiten: besetzen, versklaven oder vernichten. Besetze Segesta, um seine Bewohner rekrutieren zu können und die Siedlung wachsen zu lassen. Aber Vorsicht! Wenn du nicht wenigstens einigen Leuten das Schwert zu spüren gibst, könnte es schwierig werden, für Ordnung zu sorgen. Versklave Segesta, um durch Plünderung und den Verkauf der Bewohner als Sklaven an deine anderen Siedlungen Profit zu machen. Beachte aber, dass eine größere Anzahl an Sklaven für Unruhen sorgen könnte. Vernichte Segesta, indem du die Bevölkerung massakrierst und alles plünderst. Das füllt kurzfristig deine Kasse, setzt aber kein gutes Zeichen für die Zukunft der Siedlung. Zurzeit wäre es ratsam, Segesta zu versklaven. Okay. Dann machen wir Du das hast mal. deine erste Siedlung erobert und bist auf dem besten Wege, im Namen Roms ein großes Imperium aufzubauen. Sobald du eine Siedlung kontrollierst, kannst du sie durch Bau, Rekrutierung und Steuern weiterentwickeln. Das machst du über das Fenster Siedlungsübersicht. Das Übersichtpanel zeigt dir Details zu einer ausgewählten Siedlung an, aber auch zu Armeen, Agenten oder Admirälen. Wenn du den Mauszeiger über den Button und Symbolen verweilen lässt, werden Quick-Infos eingeblendet. Nimm dir einen Augenblick Zeit, um dich mit diesem Fenster vertraut zu machen. Du wirst es noch häufig brauchen. Klicke zum Fortfahren auf den Button mit dem Definitiv. Häkchen. Okay, also Siedlungsdetails, Einkommen, Siedlungen, Armeen, ja, okay. Durch das Entwickeln einer An Siedlung sich kannst du ähnlich. mehr Einnahmen generieren, bessere Einheiten ausbilden und das Bevölkerungswachstum steigern. Segesta ist ein Dorf, die kleinste Art von Siedlung. Doch seine Bevölkerung würde auch für eine Stadt reichen. Um Segesta zu verbessern, errichte einen Statthaltersitz. Beginne den Bau, indem du die Anweisungen oben rechts befolgst. Okay. Ermöglicht Rekrutieren von Bauern. Ein Sehr schön. Statthaltersitz ist ein Zivilgebäude. Doch du kannst auch Wirtschafts- oder Militärgebäude errichten. Probieren wir es mal aus. Wirtschaftsgebäude helfen dir, Einnahmen zu generieren. Dazu zählen Farmen und Minen, die Güter produzieren, Märkte, die den Handel fördern, sowie Straßen und Häfen, die den Handel mit anderen Siedlungen ermöglichen. Baue einen Hafen in Ariminum, indem du die Anweisungen oben rechts befolgst. Okay, dann Rechtsklick, Anforderungen, Statthaltervilla und Bireme. Bireme? Mithilfe von Militärgebäuden kannst du Einheiten rekrutieren. Infanterie, Kavallerie, Bogenschützen und Belagerungsartillerie lassen sich in unterschiedlichen Nun, Gebäuden. da die Entwicklung in vollem Gange ist, solltest du deine nächste Eroberung vorbereiten. Mediolanum ist ein geeignetes Ziel. Um es zu erobern, brauchst du deine erfahrene Armee, die zurzeit in Segesta stationiert ist. Du solltest jedoch eine Stadtwache in Segesta zurücklassen, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Du kannst noch keine Einheiten für die Stadtwache in Segesta rekrutieren, wohl aber in einer deiner größeren Siedlungen. Daraufhin kannst du sie nach Segesta verlegen. Klicke auf Aretium, um das Fenster Siedlungsübersicht zu öffnen, und folge den Anweisungen oben rechts, um die Stadtwache zu rekrutieren.
Die beherrschen Tunnelbau? Schild ist schon mal gut, aber keine Rüstung und so, ja? Naja, okay. Während du auf die Rekrutierung der Stadtwache wartest, solltest du Mediolanum mit einem Spion auskundschaften. Spione sind die Augen und Ohren deines Imperiums. Spione sind eine der vier Arten von Agenten. Die anderen sind Diplomaten, Kaufleute und Attentäter. Agenten kommen zum Einsatz, indem du eine Stelle auf der Kampagnenkarte auswählst oder ihnen direkt eine Mission zuweist. Um dir die verfügbaren Missionen anzusehen, wähle Mediolanum aus und klicke dann auf den markierten Button Agenten entsenden. Das Fenster Agenten zeigt dir oben die Fertigkeiten und den Status verfügbarer Agenten an. Wählst du einen Agenten aus, wird dir im unteren Fenster eine Liste von Missionen angezeigt, die du ihm zuweisen kannst, sowie die Erfolgschancen. Ah. Bist du mit Agent und Mission zufrieden, klicke auf den Button Bestätigen. Entsende deinen Spion über das Fenster Agenten entsenden nach Mediolanum. Ah, und jetzt sehe ich alles, was da drin ist. Ja, okay. Und auch die, genau. Okay. Ja. Ja. Dein Erfolg richtet sich nicht nur nach deinem Schlachtenglück. Manchmal werden die größten Siege am Verhandlungstisch errungen. Diplomatie ist die Sache der Diplomaten. Entsende einen Diplomaten nach Lilibeum, um Handelsbeziehungen mit den Karthagern aufzubauen. Am schnellsten gelangst du auf dem Seeweg dorthin. Eine Flotte wurde entsandt, um Sextus Anzio mitzunehmen, einen deiner Diplomaten. Um ihn an Bord zu schicken, wähle ihn aus und Flotten können deine Armeen und Agenten schnell durch die Welt und an Orte bringen, die zu Fuß nicht erreichbar sind. Lass die Flotte mit Sextus Anzio zum markierten Ort segeln. Hast du eine Flotte ausgewählt, kannst du mit einem Rechtsklick auf die Küste alle Einheiten oder Agenten von Bord gehen lassen. Lass Sextus Anzio an der markierten Stelle von Bord gehen. Bewege Sextus Anzio nach Lilibeum, damit er dort Verhandlungen aufnehmen kann. Beginne Verhandlungen mit Lilibeum. Wir sitzen fest. Dies ist das Fenster Diplomatische Verhandlungen, in dem du Verträge aushandelst. Dir werden Informationen zu den beiden Seiten, ihre Beziehung zueinander und ihre relative militärische Stärke angezeigt. Die Charakterfenster links und rechts zeigen dir Informationen über deinen Diplomaten und den Charakter an, mit dem er verhandelt. Dein aktuelles Ziel besteht darin, Handelsrechte mit den Karthagern auszuhandeln. Wähle unter Angebot, Handelsrechte und Karteninformation aus. Beides erscheint als dein Teil des Handels auf der Schriftrolle in der Mitte. Du solltest im Gegenzug auch um Karteninformation bitten. Wähle sie unter Erbitten aus. Wähle die markierten Einträge unter Angebot und Erbitten aus. Man kann es schon. Wenn du soweit bist, lege den Karthagern deine Vorschläge vor und warte auf einen Sieg der Vernunft. Karthago hat deine Bedingungen akzeptiert. Nicht alle Verhandlungen werden so glatt verlaufen. Ja. Manchmal wird es mehrere Runden von Angeboten und Gegenangeboten geben, wobei beide Seiten Bedingungen hinzufügen und wieder fallen lassen, bis ein Kompromiss erreicht ist. Manche Verhandlungen bleiben gänzlich erfolglos. Verhandlungen werden durch viele Faktoren beeinflusst, etwa den Einfluss deines Diplomaten, persönliche Merkmale und Anhänger, den Verhandlungspartner, das Verhältnis der Seiten zueinander und ihre relative militärische Stärke, sowie die Bündnisse mit anderen Seiten. Diplomaten können auch versuchen, den Verhandlungspartner zu bestechen. Hättest du mehr Geld zur Verfügung, dann hättest du Lilibeum vielleicht dazu bringen können, von Karthago zu den Juliern überzulaufen.
Schließe das Fenster. Diplomatische Verhandlungen mit einem Klick auf den markierten Button. Du hast bei deinen ersten Schritten im Spiel getan, was du nur tun konntest. Und jetzt bist du vertraut mit den Grundlagen von Total War Rome Remastered. So, wow. Den Rest hätte sie ihr vorlesen können. Von nun an wird dann mein Porträt pulsieren. Mhm. Wenn ich weitere Ratschläge für dich habe, klicke es dann einfach an, um meinen Rat zu hören. Weitere Hilfe zu einem geöffneten Fenster bekommst du, wenn du das Fragezeichen rechts von mir anklickst. Du kannst dir außerdem die Hilfeseite von einem Puzzle. Mhm. Genau, das ist wie bei Rome 2. Wähle Runde beenden, um dein Spiel fortzusetzen. Die Zeit wird 6 Monate fortschreiten und andere Seiten werden ihre zumachen. Ja, okay. Gut! Das war das Tutorial. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Es ist übrigens richtig, richtig cool, dass die Städte, so erstmal kann ich alles sehen. Das ist richtig cool, also es ist halt nichts schwarz. Genau, und die haben die Städte realistisch gemacht, beziehungsweise an den ursprünglichen Orten hingestellt. Also so zum Beispiel die Seleukiden, ja okay, das sieht man jetzt hier nicht, die sind glaube ich hier oder hier und haben hier einen Hafen, also genauso wie hier Capua und hat hier halt ein Fischerdorf und so. Also so Hafenstädte, bis auf hier ist Ariminium, haben halt hier so Verbindungen zum Hafen. Also genau, voll cool. Mag ich voll. Gut, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wie gesagt, ist nur das Tutorial jetzt. Aber ja, ab nächster Runde geht es dann weiter. Und ja, schreibt mal, wie ihr es bis jetzt findet. Klar, man kann jetzt noch nicht wirklich viel sagen, wie das ist. Aber so der erste Eindruck, also von den ganzen Infos, die wir jetzt bekommen haben, so zum Beispiel mit einem Diplomaten, dass man Diplomaten braucht, um Diplomatie zu machen, ist halt schon richtig cool. Also es war komplexer ein bisschen, aber ich find's cooler. Genau, dann vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Genau, bis dann.